Hallöchen, willkommen zurück zu Chris Tales. Diese heroische Musik, die passt wunderbar zu unserem Vorhaben. Denn auch hier werden wir alles dran setzen. Thank you for seeing me. I am honored to stand before you today. Die Türen zu öffnen. State your name and purpose, please, for the record. I am Nassar. My function is enlightenment, creation, research, development, advancement of thought and action. In what areas? Variable and unbounded. My current focus is on defense research and advancement. So, what have you brought us today? This sword, a tool for enhancing the powers of our time mages. It is currently in the prototype phase of development. That's certainly interesting. Tell us more. Das Schwert, das Crispel besitzt. Interessant, interessant. Ein dunkler Stahlring, dankeschön. Bevor wir da in den Teleporter treten, die zweite Box holen wir uns auch. Alter, der erste Kampf dauert hier aber auch ewig zum Laden. Ob wir das rechte Ding einfangen können? Das wäre interessant. Das Lauffeuer ist egal. Haben ja gelernt, man braucht nur eine einzige Variante. Der Luftsprung kommt jetzt erst, ne? Das ist schon irgendwie lustig. Haben wir mal ein bisschen Feuer drauf. Ja, genau das getroffen, was Heilung verursacht. Alles klar. Naja, dann gucken wir uns wenigstens mal an, wie viel Life das Ding hat. 400 nur. Dann nehme ich mal gleich Blitz her, anstatt Wasser. So, vergiften können wir es auch. Ich hau jetzt nur einmal zu. Es ist immun gegen Gift, okay. Okay, normale Donnerkugeln. Ich mache jetzt auch keinen Special Hit. Oh, zum Glück. Es hat nur noch 12 Life. Wuhu. Ist okay, dass du uns hier abfackelst. Kein Ding. Kann ich nachvollziehen. So, kann ich den Fleck auf dem Boden einfangen, ja? Diese Seele kann nicht eingefangen werden. Okay. Sowas aber auch. Ihr habt's nicht getroffen. Ja, das nehmen wir. Okay, Kari kriegt da nicht doppelt was zurück. Lass ich mal kurz gucken. Nee, sie kriegt einfach nur einen... Ja, sie kriegt nur den einen kleinen Heal. Ah, schade. Das heißt, das eine... Also, Equipment überschreibt... Das Kampfgedöns. Schade, dass ich die Seele nicht fangen konnte. Vor allem, weil das ja eine Seele ist, die erwachsene Kari uns entgegengeworfen hat in Kämpfen. Sauerei. Sauerei, dass wir das nicht bekommen. Oh. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das habe ich definitiv nicht erwartet. Das ist ja cool und gleichzeitig auch extrem verwirrend. Nee, warte. Wir müssen auf der anderen Seite runterfallen. Denn da ist ja noch die Kiste. Die man ganz am Anfang schon gesehen hat. Die sehen ja cool aus. Die gefallen mir. Das ist der, der als erstes angreift gleich, ja.
Der greift nicht mehr an, aber jetzt springt er in seine Stelle. Ist ein bisschen blöd. Ist ein bisschen blöd, aber gut. Der könnte das sogar überleben. Na, 584. Lass mich mal was ausprobieren. Wir wissen jetzt, der eine... Ja, ich weiß gar nicht, ob das... Jetzt weiß ich nicht, ob das der End... Die Endvariante war oder nicht. Ja. Ich probiere es jetzt trotzdem mal aus. Anstatt den antiken Kampfhandschuh. Machen wir mal das mit den Wellengedöns rein. Ein Rosendornring. Ja, moin auch. Oh, und jetzt wieder alles so. Okay. Es ist ja zum Glück nicht allzu weit. Ich dachte, da konnte man nochmal rüberlaufen. Mist, Mats. Okay, was wird mir hier erzählt? Why the obsession with time mages? They hardly seem worthy of so much of your attention. Perhaps the humans, their interactions with the crystals, with our machinery, time itself. It's fascinating in its complexity. So, why the focus on them? My assignment is the defense of the Rena. These humans are making advancements in ways I could not have predicted. It merits study. That said, it is not the area upon which I would choose to focus. No. Welchen dann? No. In particular, I would like to work on the time displacer project. Interesting. Why is that? We are a peaceful people. War is never the path to enlightenment. I would rather work on something that is likely to benefit society. Hmm. Additionally, if the Rena are forced into conflict, I suspect time itself may be the weapon that threatens us all. Ja, doch. I see. Thank you for sharing that with me, Nassar. Perhaps you're right. Alright. Ah, sofort den Kampf getriggert. Und wir können den Unterschied jetzt nicht unbedingt rausfinden, wobei... ich bin mir nicht mehr sicher, wie viel Schaden wir an den Teilen da drüben gemacht haben. Ich dachte so... ich bin mir nicht mehr sicher. 800 um den Dreh? Oder waren es 600? Auf jeden Fall machen wir nur noch 400, das heißt... Das ist deutlich schwächer als das, was wir hatten. Heißt auch, wir ändern das wieder. Definitiv ändern wir das wieder. Wobei er 788 kriegt. Vielleicht hätte er auch anders 1000 gekriegt. Wir lassen es erstmal kurz drin. Wir lassen es erstmal noch kurz drin. Aber nur ganz kurz, bis wir mal wieder auf so Roboterteile stoßen. Nochmal Zaubersandalen. Wow. Also du kriegst hier doch noch einige Goodies hinterhergeworfen, die deine Werte extrem ändern können. Defenses are coming online now. Weapons are being distributed as we speak. There's no time. You have to go. Incorrect. Now that the defenses are activated, I shall head out to assist in the defense. You can't, Nassar. They'll kill you too. Perhaps, but I must. It is my duty. Ich mag Nassar. I'm sorry, Nassar. I can't let you do that. Oh. Eine Katze? The armory blast door. What have you done? Okay, doch nicht. Let me out. I must defend the Rena. Let me out. Let me.
out. Come on. Ey, wie mies. Wie mies, ne? Bevor wir da hochgehen, gucken wir mal, was da ganz rechts versteckt ist. Okay, jetzt haben wir wieder solche Dudes. Ah, aber das ist... Moment. Den hatten wir als Testobjekt, so. Dann lass mich mal hier Wasser draufschmeißen. Ich glaube, es ist schwächer. Bin mir gerade nicht mehr sicher. So. Mitru schleudert zwei Ranken auf alle Gegner auf einer Seite. Ja, komm. Gucken wir uns mal an. Wow, kritisch 27, nicht schlecht. Wir ändern das Equipment von Christopher wieder. Ich meine, er macht schon richtig heftigen Schaden, ja. Aber das geht auch nochmal ein bisschen besser. Merken wir es mal. 837 gekrittet bei dem allerschwächsten magisch verteidigenden Golem. 837. Okay. Das heißt, da würden wir dann direkt zu Nazar kommen. Ich möchte jetzt noch ganz kurz einen Kampf triggern, in der Hoffnung, dass das die Golems sind. Ansonsten kann ich mir nicht merken, dass das 837 sind. Außerdem haben wir noch das gleiche Level wie vorhin gerade. Komm, gib mir den Kampf. Wenn das keiner mit Easy Golem ist, flüchte ich und triggern den nächsten Kampf. Okay, wir können ihn zu einem machen. 837 haben wir gekrittet. Ja. Verstärkt Wasserangriffe am Arsch. Am Arsch. Wuhu, 44 und 43 gerettet, absoluter Wahnsinn. Keine Kamikaze. Okay. Dann dürfen wir gleich wieder gegen Nazar kämpfen. Das freut mich. Machen wir so, wie wir gerade sind. Hi. Nazar. So, little thief. Now you know my great shame. When the Rena were being attacked, I could not defend them. Now, I live to carry on their legacy. In the past, I could only watch as the Rena were slaughtered. I was helpless, unable to fight alongside my masters against the human hordes. This time is different. Was? Und dann bist du uns? Ah, na gut. Na gut, machen wir folgendes. Ich beschleunige jetzt als erstes Kari. Einfach nur, damit die uns sagen kann, was los ist. Okay, einfach kein Feuer machen, ansonsten ist es egal. Dann nehmen wir zuerst Wasser. Und dann vielleicht Blitz. Sie hat jetzt schon 4000 Attack. Oh, 412. Ist ein bisschen wenig.
Und sie haut ordentlich zu. Dann beschweren wir doch mal. Dann können wir vergiften? Sieht nicht so aus. Ja, eigentlich solltest du Christopher beschleunigen, aber ich heile mich mal lieber. Und zwar instant. Damn. Ich bin zu langsam. Okay. Wenn Vergiften nicht funktioniert. Feuerschaden möchte ich eigentlich nicht machen. Timer wird da nicht funktionieren. Senkt die Magieverteidigung. Ja, klar. Immun gegen Magieverteidigungssenkung. Sowas aber auch. Sie ist nicht mal nass geworden. Ja, gut. Plopp. Dann arbeiten wir uns damit weiter. Nach vorne. Was hätten wir sonst noch hier da am Start? Zwei Ranken brauchen wir nicht. Halt einen Verbündeten. Das ist nicht schlecht. Hey. Ja, wobei sie das eigentlich gar nicht mal so gebraucht hätte. Na, halt doch nur ganz wenig. Aber immerhin können wir jetzt getrost beschleunigen. Oh, sie ist nass. Sie ist nicht mehr nass. Sie ist nicht mehr nass. Dann warten wir, damit wir zwei Angriffe hintereinander haben. Alright. Ah, so mies, dass du da immer bis nach unten durchscrollen musst, und zwar mit dem Steuerkreuz nach unten. Das ist auch ein bisschen komisch gemacht, finde ich. Oh, da hätte ich lieber zweimal den Blitz gemacht. Zum Beispiel hier. Du kannst hier. Ich drücke es nur nach oben. Das geht hier. Bei den Fähigkeiten bei ihr geht es auch bis ganz nach oben. Aber hier kannst du nicht nach oben drücken, um nach unten zu kommen. Das ist echt seltsam. Ah, dann holen wir uns nochmal den Schleim. Wir heilen Crispel. Und heilen jetzt alle. Halt das hier. Dann sind wir zumindest mal für drei Runden geschützt. Das ist aber komisch, dass sie jetzt auf einmal nass werden kann. Vorhin nicht so wirklich. Na, warte. Da probieren wir jetzt was aus. Oh, sie ist da oben gleich dreimal hintereinander dran. Dann nehmen wir jetzt mal den... Moment, wo haben wir's? Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Nee, gegen das ist sie immun. Was soll's. Dachte, vielleicht hätte sich irgendwas geändert, aber... Oh, deutlich zu früh gedrückt. Oh. Ah. Oh, Crispel ist down gegangen. Ups. Damn. Ich krieg das nicht hin, das, die Scheiße zu blocken. Sollen wir einfach weiter so angreifen oder... Nee, komm. Wo ist hier die Heilung? Hier. Oh, 27 Mal können wir das machen. Ja, moin.
Wir heben Kari einfach wieder auf. Zack. Voll geheilt. Okay. Dann. Ja. Heilen wir da hinten. Auch wenn das nicht so viel bringt. Um die 100, ne? Hm. Alles andere als astrein. Ich krieg das Timing mit der nicht hin. Es ist, was, sie ist 6-mal hintereinander dran sozusagen. Wow. Sie geht das erste Mal auf die andere Seite. Juhu. Einmal pariert. Hey. Warte mal. Kann ich da einfach... Ja, hier ist schneller. Wow. Zweimal wiederbeleben in einem Kampf. Und sie ist auch erst dann da hinten wieder dran. Es ist ungünstig. Die wird doch gleich wieder umgeklatscht. Noch genau zweimal. Okay, Einheiten ist okay. Meisterwerk okay. Jetzt haut sie aber zu, oder? Zum Glück war das eine Scheißklinge, was sie da hatte. Alright. Das bringt mir nichts. Das bringt mir was. Ja. Also Christopher, muss man echt sagen, der hat schon... Der hat schon heftige Life-Werte. Sie lässt sich schon ein bisschen hängen. Oh, 416. Okay, das heißt auch, wir hauen hier einmal normal zu. Oh, nice. Okay, doppelt pariert. Nur deflected und pariert, okay. Ja, immerhin. Immerhin. Kannst du dich davor setzen? Nice. Das war's. Sorry, Nazar. Bam. Volltreffer. Was auch immer das heißt. Aber Hauptsache ein Achievement. Defeated. Again. What use am I if I cannot defend the ones I am sworn to protect against our enemies? What purpose do I serve? Aber wen willst du denn jetzt gerade beschützen? Nur den Kakado? Nazar, we are not your enemy. You would prevent the resurrection of the Rena. That makes you my enemy. No, I'm just trying to stop this world from being destroyed. The two are one and the same. Ja, irgendwie schon. They don't have to be. Please, give me a chance to prove it. How? What would you do differently? War is never the path to enlightenment. You said that. That was long ago. But that's your purpose, isn't it? Enlightenment? Creation? That hasn't changed. That is the purpose given by my creators. It has not changed, as they were all murdered. Nicht alle. I know, and I can't begin to understand how horrible it was. But you were made to build, not to destroy. Let me try. What is it you propose? Interessiert mich jetzt auch. I don't know. Oh. Not yet. Toll. Please, just give me some time. If I fail, we're all doomed anyway. You have nothing to lose. Perhaps. Regardless, I am not strong enough to stop you. Do as you will. Ja, das ist es nicht unbedingt so prickelnd. One of the generators. Another one. We're getting closer to getting that barrier down. Quickly, deactivate it.
Ja, genau exakt das gleiche. Danke. Jeez. Also Buki haben wir einen neuen Sinn gegeben. Nazar, nicht so wirklich. Mist. Hätte mich gefreut, wenn sie da auch ein bisschen positiver dann reingucken kann. Gut, dann haben wir die zweite Chose. Ja, ja, da kommt ein Drache, ich weiß. Sheesh. Ich Vollidiot, hier waren wir gerade, gell? Nicht schlecht, Herr Specht. Habe ich auch mal wieder alles richtig gemacht. Ja. Dann hier rein. Mal gucken, wie weit wir in der Folge hier noch kommen werden. It's been a long journey. Boot sequence initiated. Consciousness protocol enabled. Greetings. I am JKR001. Ich dachte 721. Hello, JKR. I'm glad to see you're awake. How do you feel? Feel? I am uncertain. Should I feel? What should I feel? All living things feel, JKR. What you feel is for you to decide. I see. So I am alive. For what reason? What has caused this? What has caused it? Yeah. Well, that gets a bit complicated. You are unique, JKR. And very, very special. Okay, ja, er ist wirklich ein spezieller Zeitgenosse. Oh, nochmal Teleporter. Aber diesmal fallen wir einfach durch die Decke. Okay. Diesmal laufen wir nicht auf der Decke. Das sieht mir auch sehr offen aus. Oh, schon wieder. Oh. Ah, ich sehe schon. Wir fallen da hinten von der Decke. Das heißt, wir müssen das irgendwie. Ich kann ihn nicht weiter nach vorne schieben. Okay, komm, wir probieren einfach mal den Teleporter aus. Ach, ich habe die andersrum gesehen. Okay. Ich dachte, wir kommen da oben raus. Aber wir kommen aus dem Würfel raus. Okay. Wir laufen doch wieder an der Decke. Bisschen schade, dass das exakt das gleiche ist. Warte, und nu? Ach, da links lang. Oh. Oh. I see. Naja. Immerhin ein klein bisschen was anders, aber... Nur weil man den Teleporter verschieben kann? Naja. Bisschen schwach, muss ich sagen. Jeez! Was zum Henker? Dann können wir hier durchlaufen? Ja, das tut uns nicht weh. My memories are confusing. Fragmented. I do not understand their source. Yes, I can imagine. In time, it will become more clear. You have been given a great deal of information, JKR. Histories, personal journals, a comprehensive record of our civilization. Interesting. So, these memories are not my own. They are the experiences of others. Mm-hmm. What am I to do with them? What is my purpose?
Slow down. You will add your own memories over time, as you learn and grow. Your experiences will shape the person you are to become. Also er ist eigentlich ganz cool drauf, der Wissenschaftler. I realize this is difficult, but I'll be here to help you process the information. To understand what is historical record and what is your own memory. There is a great deal I wish to know. I am alive. Why? What is my purpose? How will... All in good time, JKR. All in good time. Okay. Immer alles zu seiner Zeit, keine Eile. Hey! Unser erster Kampf hier. Unser erster Kampf hier. Unser erster Kampf hier. Schade, dass wir nicht an der Decke kleben kämpfen. Die Dudes haben wir schon alle. Gegen was sind die anfällig? Blitz. Blitz ist okay. Dann gibt's den Nexus. Und ihr seid sicher nicht mehr da. Der hat Feu... Oh. Das hat eine Runde von mir geklaut. Sauerei. Ja, komm, wir greifen einfach nochmal an. Das macht auch schon 200 Damage. Ja gut, wenn das so ist. Wuhu! Physisch umgeklatscht. Da haben wir die zwei Federflaschen vom letzten Kampf wieder drin. Nice, dankeschön. Geht's nur in eine Richtung an der Decke, da gibt's keine Abzweigungen. Hat er gesagt und schon gibt's eine. Ich nehme mal an, dass das hier der richtige Weg ist, von daher. Oh. Es ist der einzige Weg. Na super. So viel zu, es gibt eine Abzweigung, ne? Hm. Okay, machen wir mal ein bisschen was anderes. Regenerieren wir uns mal. Und du? Nexen wir. Ja, bei ihm können wir auch schon gucken. Stark gegen Wasser, schwach gegen... die sind alle hier schwach gegen Blitz. Das sollte doch dann eigentlich jetzt der Billige reichen, ha? Huh? Ja. Ja, Christopher geht langsam sein Mana aus. Aber bevor wir zum... Das ist so mies, dass die dann so richtig rum an der Decke klebt. Aber das laden wir dann auf, bevor wir zum Endboss kommen. Da hinten geht's rein. Nee, doch nicht. Es sah so aus, als würde da eine unsichtbare Wand sein. Eine sichtbare Wand, die eigentlich unsichtbar ist, sagen wir es mal so. Oder eine durchlässige Wand. So rum. So rum. Verdammte Axt. Jetzt dachte ich kurz, wir hätten es, dass wir am Ende sind, aber nö. Dachte, wir aktivieren dieses komische Gerät, aber es ist nur ein Kampf. Warum hat sie eigentlich kein automatisches Regen mehr? Hat sie schon wieder keine... Hat sie schon wieder kein Equipment an?
Okay. Er brennt und ist vergiftet. Das sollte doch. Ja. Lass mich mal gucken. Sie hatte doch den Ring zur Regeneration. Ist der kaputt gegangen? Warum regeneriert er nicht mehr? Ja, wenn der eh nicht mehr funktioniert. Dann halt so. Dann halt so. We're under attack. Quickly, JKR, get to the shelter. An attack? From whom? It's the humans. They're humans are invading? That is irrational. Why would the humans attack us? Schade, dass ich die Sprachausgabe unterbrochen habe von ihm, aber da standen nur die Menschen und er hat gesagt, the humans, aber irgendwas sollte da noch kommen. Upsi. Whatever the reason, it's happening. They've come with hordes of ships and weapons. It's a massacre out there. Come quickly. This should not be. Go ahead without me. I will attempt to speak to these humans. Perhaps this is my purpose. Ich frage mich ja, wie das funktioniert hat. Hat bestimmt gut geklappt, mit denen zu quatschen. Hey. Chris Bell, what do you want to do? Ich möchte ein Zelt benutzen. Ja. Danke. Und Checker, möchtest du mitzelten? Hier, wir haben sogar. Ne, wir haben gar kein Lagerfeuer für Marshmallows. Oh, schade. Aber es ist wahrscheinlich einfach wegen der Brandgefahr in den Ruinen. Chris Bell, what do you want to do? Oh, jetzt will ich speichern. Und dann geht's JKR. An den metallischen Kragen. Hi! Chris Bell, you should not have come here. I wish you no harm personally. Okay. I'm sorry, Chris Bell. I am now in full possession of my faculties. Ardo is in the right. Thousands of years ago, I was created by the Rena. Their memories live on in me. The Rena were a peaceful people. Artists, scientists, thinkers. When the humans came, the Rena hoped to share their knowledge freely, to elevate the entire human race. The humans repaid this kindness with treachery. Ach, irgendwie erinnert mich das an verseuchte Decken und Indianer. Oh, ich meine natürlich amerikanische Eingeborene. The Rena had power, knowledge, and the humans wanted it for their own. They attacked, slaughtering the Rena. Our pleas for mercy went unanswered. Okay. Okay. You know it is true, Chris Bell. Look at your own brief history. War, conquest, destruction. This is the nature of humans. The Rena are the rightful heirs to this world, and they will rise once more. It is only right. Naja. JKR, ich muss dir widersprechen. Wir werden. Ich mache jetzt mal Feuer. Ich weiß nicht, ob er die Überhitzungsmechanik als Gegner drin hat. Aber werden wir sehen. Sieht aber nicht danach aus. Wir gucken uns mal an, was der so hat. Also, verrat uns was über dich. Ursprünglich wurde JKA-721 gebaut, um die Aufzeichnungen und Erinnerungen an die Rena, eine antike Zivilisation, zu bewahren. Als er heranwuchs, wurde er immer neugieriger auf die Welt um ihn herum. Nachdem die Menschen in die Hauptstadt eingedrungen waren, beschloss JKR, sich die Aufzeichnungen der Rena über das Kämpfen zunutze zu machen. Das erklärt seine außergewöhnlichen Fähigkeiten im Kampf. Da er aber nicht für diesen Zweck gebaut wurde, überhitzt er ständig. Okay. Es ist egal, was ich auf ihn drauf klatschen. Dann kühlen wir ihn doch jetzt auch mal. Zack!
Über 600. Ich schicke ihn mal in die Zukunft. Ah, Defense Down, weil er metallisch ist. Und wir ihn nass gemacht haben. Ja, die Mechanik, die ist echt nicht viel, also ist wirklich nicht von Belang gewesen in dem Spiel, auch wenn sie eine sehr schöne Mechanik ist. Ah, nur dreimal deflected. Ich möchte mir auch mal kurz die Zukunftsversion angucken. Ah, Wilhelm fehlt einfach. Exakt das gleiche. Nur, dass er weniger Geschwindigkeit hat und weniger Attack. Ich... werde mal kurz warten. Ich möchte eine Sache ausprobieren. Klingklong. Zweimal. Hey, Checker. Möchtest du wieder zu mir kommen? Das wird nicht funktionieren. Da steht wahrscheinlich Seele. Kann ich gefangen werden? Ja. Okay. Dann spülen wir ihn raus. Mach's gut. Ich sagte, mach's gut. It seems I have been defeated. Go ahead. Please. Finish this. It is fitting, I suppose, to die at the hands of a human. Du kennst doch Crispel, die macht das nicht. No! How could... I would never kill you. You're a friend. You're right. There's war and destruction. All of it. I can't change everything that's happened in the past. With your help, though, we can make the future a better place. I need you to help us create that future. I can't change what happened to the Rena. I can't deny it was horrible. Yeah. But you know us. You know me. You know not all humans are like that. We aren't like that. Whatever happened in the past, this has to end. Repaying slaughter with more slaughter solves nothing. There is no other way. Oh, doch. There must be. This isn't who you are. No? Are you so sure of that, Crispel? Yes. Please, Kay. You're not some mindless drone. You're kind, smart, curious. You see the world in a way none of us can even imagine. You've taught us so much. Please, come back. You don't have to fight. We miss you. I miss you. Oh. Then what am I, Crispel? Tell me. I can't remember. Don't you see? Humans stole that from me as well. I can't. That's not true. You do have memories. You do. Ja, mit uns zum Beispiel. Hattest du eine schöne Zeit? You made them with us. Ja. Together. Your experiences will shape the person you are to become. What do you propose? I don't know yet. But we'll figure something out. We'll find a way. Joint uns wieder? I have spent thousands of years trying to comprehend my existence. My reason for being. Und das ist Freundschaft. Were I to spend tens of thousands more, Crispel, I fear I would never understand you humans. I think, though, I would like to try. Very well. I shall accompany you. If for no other reason to see for myself what kind of future you create. Alright, er ist wieder da. Ja, moin. Hat er uns auch das Equipment wiedergebracht, was er geklaut hat? Ja. Wahnsinn, hat er das einfach mitgenommen, ne? Ich lasse die Gruppe jetzt so. Nicht, dass er wieder unser Equipment klaut. Arsch.
Ja, wir kennen den Text genauso. Danke. Schön, dann haben wir in der Folge... Aber man kann nicht nach links oder rechts, okay. Dann haben wir in dieser Folge zwei Generatoren deaktiviert. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir definitiv den letzten noch mitnehmen. Wo geht's denn hier raus? Warte mal, was? Habe ich da vorne den Ausgang übersehen? Könnte gut sein. Oh. Ja, gut. Das sah... gut, ja. Das war nicht ganz so klar ersichtlich. Wobei, es fehlen noch zwei Türen? Weil da... hier gegenüber liegend ist auch noch mal eine Tür. Das heißt, die letzte müsste eigentlich... sag mal, die letzte Ruine müsste doch hier irgendwo aufgeploppt sein, ne? Ja, genau. Dann sehen wir uns nächste Folge in der Ruine. Macht's gut, bis dann. Und ciao.